Moin Leute, ich bin der SamTexWookie und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Wir spielen Lego Marvel Avengers, das Ganze auf der Xbox One. Und wir sind mit der Kampagne soweit durch, also wir hatten alles gesucht. Alle Kanister, alle Figuren, überall 100% und wir hatten den Erfolg nicht gekriegt. Hier am Steinchenregen, du hast 100% Steinchenregen im Adventures Cover beobachtet. Bei uns war es ganz einfach, wir hatten einfach zwei Fahrzeuge nicht. Das wird nicht angezeigt als Suchgegenstände und da haben uns zwei gefehlt. Ja, und so, dass wir jetzt 100% haben. Und ja, das war der letzte Erfolg, also 930, und der letzte Erfolg, der Steinchenregen, gibt nochmal 70 Punkte. Wenn ihr dann wirklich überall 100% habt und wisst nicht, wo es den Steinchenregen gibt, den Erfolg, hier habt ihr die Lösung. Ihr startet in Manhattan und dann geht es in den Avengers Tower. Hier einfach mal dem Iron Man nach. Ja, leider sind wir mit dem Lego schon so weit fertig. Ich habe es mir dann gleich nochmal geholt. Ich habe es mir nochmal für die 360 nochmal geholt. Doppelte Punktzahl. Doppelte Gamertag-Punktzahl. Und das macht das Ganze noch leichter. Man muss nicht mehr so suchen. Man weiß, wo alles ist. Und die 1000 Punkte, die sind dann wirklich leicht zu haben. Das Spiel gibt es mittlerweile für die 360, kriegst du es ja. Die Spiele sind nachgeschmissen, weil es halt kein Blu-ray ist. Aber die Grafik ist gar nicht so schlecht. Es geht schon. Und ja, jetzt gibt es gleich meinen letzten Erfolg. 70 Punkte und dann sind's haben wir 1000 von 1000. Jetzt hat zack und da müsste sein. Jawohl, da ist der Erfolg. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder geholfen. Geholfen wäre noch besser. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao. Euer Wookie.